Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Hallo, hallo, ihr Lieben. Ich musste leider wieder den gesamten Ton runternehmen. Der Wind war zu störend. Okay, habe ich also umsonst in der Gegend gestanden und vor mich hingesammelt. Wir sind wieder in dieser alten Strecke Richtung Brücke unterwegs, wo wir dann immer auch an dem schönen Sonnenblumenfeld vorbeikamen früher und wo der Hochsitz ist. Die Hunde freuen sich, dass wir jetzt heute da sind. Da waren wir jetzt schon eine ganze Weile nicht. Tara ist immer noch heiß. Sie ist aber munter und frisst und ist lebhaft und alles. Aber langsam macht es mir Kummer, weil bei so alten Hündinnen muss man halt immer auf alles gefasst sein. Ne? Ich beobachte sie gut. Und hoffe, dass auch dieses Mal nichts passiert. Da ist unser Mimäuschen, klüngelt wie immer hinterher. Ja, die große Weide, das ist schon wie so ein alter Freund, wenn man da vorbeikommt. Ja, ich mag den Baum sehr gern. Und da liegt noch das Reststück oder die Reststücke von diesem Hornissennest, was vor einigen Monaten da rausgefallen war. Und ich gehe mal näher ran, ich zeige euch mal, das ist immer noch intakt. Die bauen so stabil, das liegt jetzt schon seit Monaten in Wind und Wetter und ist immer noch nicht kaputt. Ist das nicht erstaunlich? Ja, ich finde es sehr erstaunlich. Ja, wir gehen da jetzt zum Weg wieder hin und da könnt ihr schon sehen, der ganze Acker steht im Wasser. Es ist eine Seenlandschaft da mittlerweile. Bei uns ist es nicht ganz so schlimm. Aber bei uns steht das Wasser bis kurz vor der Oberfläche. Also man sieht es bei mir im Carport, wie ich euch ja schon versuchte zu zeigen. Da steht tatsächlich Wasser drin und ich werde da mit Split arbeiten müssen, denn ich habe ja jetzt keine Lust, dass der Wagen ständig im Wasser steht. Ne? Ja, das haben wir in 26 Jahren hier immer trocken gehabt und jetzt wird's, ja, was soll ich sagen. Nun guck mal da, wer ist da so weit weg? Unsere Mimaus, die klüngelt rum. Ja, und Tara, die ist munter, die ist jetzt voll im Stress, muss man wirklich aufpassen. Ja, aber alles gut. Ja, jetzt kommt sie auch mal angeklüngelt. Und gleich sind wir an der Brücke. Und dann können wir ein bisschen plätschern hören. Wir wollen heute noch ein kleines Stückchen weitergehen. Es war viel Wasser in diesem Flüsschen da. Deswegen habe ich Tara auch angeleint. Ich habe Angst, dass die da jetzt reinspringt und das nicht mehr schafft. Aber ja, seht ihr an der Leine. Wir haben Glück, die Gegend ist schön leer. Wir hatten nur einen Mann mit einem Hund getroffen. Die hatten wir schon mal getroffen. Und das waren nette Leute und habe noch Grüße an die Frau gestellt. Und naja, wie es halt ist, wenn man sich so hin und wieder mal draußen trifft, ne? Sonst sehe ich ja keinen und kenne keine Menschen. Aber ist alles gut. Da sind Rehe, ganz ziemlich weit weg. Und ja, ich versuche sie zu zeigen. Näher komme ich dann auch nicht ran, weil ich gehe mal ganz raus und da seht ihr, die sind wirklich ein ganzes Stück entfernt. Das ist einer meiner Lieblingswege und da sind wir ja auch noch vor Jahren mit meinem Mann. Ja, nicht die letzten Male, aber da sind wir dann auch noch ein, zwei Mal gegangen und sogar noch bis über die Ecke oben raus. Mit dem Rollator konnte man dann immer Pause machen, das war sehr schön. Ja, inzwischen bin ich auf der Wiese angekommen und sitze auf dem Hochsitz und wir beobachten nochmal die Rehe. Aber die lassen sich durch uns nicht stören. Das ist zwar die gleiche Wiese, aber das ist so weit weg, das stört die überhaupt nicht, seht ihr ja, ne? Also das macht denen nichts aus. Aber es sind 7 Stück, soweit ich das jetzt gesehen habe. Es ist schon viel, ne? Sind schon viele Tiere da. Ja. Das ist ein Rehbock, das eine in der Mitte, ich weiß nicht genau. Ja, kleine Rast machen, Päuschen machen, Leckerchen haben wir schon bekommen. Ja,
Rucksack habe ich immer dabei. Das ist für mich praktischer als Tasche, weil ich kann mit der Schulter nicht tragen. Aber Rucksack ist prima, da habe ich mich dran gewöhnt. Ja, überall strömt das Wasser aus jedem Entwässerungsgraben, weil da ist auch viel Wasser im Land. Ihr seht, es steht richtig bis zur Oberkante schon. Ne? Das ist Wasser. Wir haben wirklich genug Wasser. Wer jetzt hoffentlich nicht noch mehr, wir werden hoffentlich nicht noch mehr Regen bekommen. Also langsam ist wirklich gut. Ich habe immer Angst, dass das Haus überschwemmt wird bei mir. Ne? Da sind so lustige kleine Moosbüschelchen auf dem Baum, was natürlich kein gutes Zeichen eigentlich ist, denke ich mal. Dann, naja, normal wächst nicht so Moos auf dem Baum. Die Landschaft ist ruhig. Wir haben, wie gesagt, hatten ganz viel Ruhe und Frieden. Das genau, was wir haben wollten und was wir lieben. Einfach so ein bisschen vor uns hintöttern und ein bisschen gucken und die Zeit genießen draußen. So, jetzt muss Mia Pipi machen. Tara sieht das, so geht das nicht. Das hat sie immer schon gemacht, auch bei Mira. Sofort muss ich hingehen, muss ich auch nochmal Pipi machen. Ich bin der Boss. Das ist ein Luder. Da hinten ist noch ein großer Reiher und irgendwas anderes, kann ich nicht genau, Krähe wahrscheinlich. Ja, wir sind inzwischen schon auf der Brücke wieder angekommen. Und auf der Seite stehen jetzt auch Rehe. Die waren, als wir hergegangen sind, noch nicht da. Oh, noch ein paar Krähen haben wir gesehen und gehört. Und die Gruppe war auch größer als erst gedacht. Seht ihr, es waren auch einige da. Auch, glaube ich, 6 oder 7. Sehr viel Rehe für so einen kleinen Bereich, finde ich. Na, wir sind an unserem Baum wieder angekommen, an der alten Weide. Die steht immer noch. Die Stürme beuteln sie arg. Immer wieder fallen Äste runter, wie sie beschnitten. Innen ist der Baum hohl und trotzdem wächst sie weiter. Also es ist erstaunlich. Weiden sind erstaunliche Bäume. Und da sind wir schon wieder im Auto und sagen Tschüss. Bis dann. Hallo, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Teil 9, glaube ich. Guck mal, das habe ich gerade wiedergefunden. Ich habe getrocknete Blumen gekauft, das weiß ich ganz genau. Ich habe ein paar getrocknete kleine Blüten gekauft. Ich habe sie leider bis jetzt nicht wiederfinden können, aber das habe ich wiedergefunden. Das habe ich mal, ich weiß nicht wann, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, von wann das ist. Schade. Guck mal, da passt noch ganz, ganz viel rein, wenn man will. Da habe ich auch alles aus so Zeitungen rausgenommen, seht ihr mal. Und alles so mit Reststücken gemacht und so. Ganz toll finde ich das jetzt, dass ich das wiederfinde. Ich habe das gar nicht mehr gewusst. Erwartungen und überall können Sachen eingesteckt werden, sind kleine Sprüche, Sinnsprüche. Hier ist noch so einer drin, warum weiß ich nicht. Ja, tun wir mal so mit rein. Ich finde das toll. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich wusste nicht mehr, dass ich das jemals gemacht habe. Ich mache so viel, dass ich das einfach gar nicht mehr war. Glaube, Liebe, Hoffnung. Schönes kleines Teil, oder? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass... Ist meins, bestimmt. Aber ich kann mich trotzdem nicht erinnern, dass ich das gemacht habe. Ist das nicht seltsam? Wonach ich auch gesucht habe, das sind diese Tags. Diese hier, die hatten wir ja hier vor ein paar Tagen erst gemacht. Das heißt, ein paar Tage, ja, ist noch nicht so lange her, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich sie gemarkt. Ich könnte da noch ein Bändchen reinmachen, aber ich stecke sie einfach schon mal mit rein. Und mal schauen, wo wir, hier zum Beispiel, da haben wir einen Platz. Das ist hinten, die braune Seite hinten. So, schaffen wir das. Die braune Seite, das ist pass auf, da kann ich noch was zu sagen. Ich hatte doch falsch geknickt und habe doch schon das Washi drauf und das hat mich geärgert, dass ich es falsch gemacht habe, gell? Und ich habe noch diese hier fertig gemacht, die kann ich euch vielleicht bei der Gelegenheit ganz kurz zeigen. Das ist auch aus einer Zeitung, einfach aus dem Foto, da ist hier so ein Stuhl, da hat man hier auch noch einen kleinen Blickpunkt. Und das war einfach so ein Bild. Fand ich schön, ne? Reicht mir. So, und dann habe ich das einfach gemacht. Nicht in Doppel, sondern einfach, damit ich das nicht verschwendet habe mit dem Washi. Ist genauso gut, gell? Ist genauso gut. Wo haben wir denn das andere, dass wir da nochmal kurz gucken? Ich glaube, ja, und hier
Das war das auf die andere Seite. Die habe ich auch einfach einzeln eingeklebt, sodass wir alles verwendet haben. Ich finde jetzt nur nicht meinen Tag wieder. Warum nicht? Ich habe den doch gerade eingesteckt. Wie kann das sein, dass ich den jetzt nicht wiederfinde? Oder ich habe einen Fehler gemacht. Das geht auch. Ne? Das ist ja auch möglich. Warte. Hier. Na, hier ist er nicht. Och, Petra, wo hast du das doofe Scheißteil denn eingesteckt jetzt? Fängt schon wieder gut an, der Mist hier. Ich hasse es langsam, mein Buch. So, alle Ruhe. So, nützt nichts. Ich muss jetzt wissen, wo es ist, sonst werde ich verrückt. Gut, wir suchen es jetzt. Wir suchen es jetzt. Wir haben so viel Zeit, müssen wir uns nehmen, dass wir es. Tut mir leid. Falsch weggesteckt. Da haben wir schon den Scheiß. Funktioniert so nicht, oder? So, jetzt stecken wir es hier rein. Und jetzt gucken wir, wo es hier ist. Anstatt da jetzt was reinzustecken. Nein. So, haben wir jetzt das Gleiche hier? Nein, haben wir nämlich nicht. Seht ihr? Das will ich nicht. Das will ich nicht. Da war es falsch. War es gut, dass ich geguckt habe. Da gehört es hin. So. Ja, wenn wir jetzt anfangen und stecken die Dinger falsch weg, dann sind wir verloren, gell? Dann sind wir verloren. Dann habe ich noch wiedergefunden, das ist ja auch immer so eine süße kleine Idee, wenn man so schöne kleine Papierchen hat, so einen kleinen Block irgendwo mit reinzugeben. Guck mal, das sind so richtig niedliche Papiere hier. Habe ich einmal klein, habe ich einmal oder zweimal in groß und jedes Mal mit schönen Papieren von Daphne und, ja, wahrscheinlich von der Daphne. Vielleicht können wir das auch irgendwo mit einarbeiten. Wollen wir mal kurz gucken. Vielleicht fällt uns da irgendwas zu ein. Vielleicht. Wir könnten es natürlich auch... Ja, da müssten wir es etwas kürzen. Okay, das überlegen wir uns noch, ob wir das gebrauchen können. Frage weiß ich noch nicht. Passt nicht genau rein. So, okay, wir gucken jetzt so. Dann habe ich sowas wieder gefunden. Das könnte man noch fertig machen. Das ist so vorbereitet. So, ne, mit Nähen und so, da hätte man Tags, jede Menge Tags. Und man hätte auch zwei ganz große Tags, die wir noch verwenden können. So, das ist so gewachst auch, fühlt sich gut an. Frage, weiß ich noch nicht, ob ich es verwende. Ich lege es gerade zur Seite. So, dann habe ich alles einfach, ach, guck mal hier. Ja, irgendjemand hatte doch jetzt was mit so Umschlägen. Ich habe keine Ahnung, wer es jetzt gewesen ist, tut mir leid. Aber das Ding, das habe ich schon vor Jahren gemacht. Jahren! Da erinnere ich mich noch gut an das Papier. Aus so, ja, sind in dem Sinne sind es jetzt keine Umschläge, aber es ist das gleiche Prinzip. Seht ihr mal, was man alles macht im Laufe der Zeit. Ne, da habe ich zwei Stück von. Ja, irgendwie lustig. Ja, kommt alles wieder. Ich sage ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne beim Basteln im Grunde. Das meiste ist schon irgendwo. Dann habe ich das hier. Was habe ich denn da gefunden? Das ist ganz alt. Oh, das ist süß. Guck mal. Das sind so schöne Tim Holz Papierchen. Das ist mir jetzt zu dick. Ich habe auch nur eins. Das ist so Pappe, so Pappstück, so, nee, wie habe ich das gemacht? Ziehharmonika. In eine Ziehharmonika ist das reingemacht. Ziehharmonika gefaltet und dann die Papiere eingeklebt. Auch genial, gell? Okay? Auch genial. Kann man mal weglegen, woanders hin. Brauche ich denn hier, was habe ich denn hier noch alles? Guck mal, hier habe ich noch einen schönen Tag. Frau mit Hund, auch hübsch. Hier habe ich welche mit Kindern. Vielleicht können wir, ja, das sind diese schönen kleinen Karten, die ich gemacht habe. Vielleicht können wir das ein oder andere gebrauchen. Guck mal, hier haben wir nochmal Frau und Hund. Das ist nicht von mir, immer noch nicht. Ich habe mir irgendjemand geschickt, aber ich weiß leider nicht mehr. Da habe ich nur eins davon. Da ist ein Haar. Da muss ich zwei von haben. Warte, wir suchen. Könnte man nämlich Hase, Schmetterling und hübsch. So. Könnte man auch. Hier habe ich auch welche gemacht. Was habe ich hier vor? Ah ja, hier kann man ausziehen. Dann kann man hier schreiben. Und hier kann man noch ausziehen. Und da sind auch Fotos drauf. Das ist auch hübsch. Gefällt mir auch gut. Da habe ich eins, zwei, warte, drei. Ich mache meistens drei. Weil normalerweise, aber ich habe hier von zwei, das ist sehr schön. Die lege ich wieder weg, das kommt wieder weg. Die stecken wir mit ein, dann sind die schon mal von der Füße. Mal gucken, können wir sie so einstecken? Ist nicht so praktisch. Nee, hier machen wir noch eine Karte. Aber ich habe, oder hier könnten wir sie einstecken. Passt nicht.
gut, gut, gut. Wir suchen, wir suchen. Ja, ich freue mich, dass so viele jetzt doch mitmachen. Ich freue mich wirklich sehr darüber und ich hoffe, dass ihr auch noch viel Spaß habt. Stresst euch nicht, das ist wirklich das von dem, was ich am allerwichtigsten finde. Kein Stress, bitte, es soll Spaß machen, es soll Freude machen. So, das können wir hier mit einstecken, da passt es gut hin. Das ist vorne, da haben wir es sofort, vorne. Finde ich klasse, da haben wir zwei ganz verschiedene Texte drin, das finde ich schon mal sehr schön. Und wir haben noch diese beiden. Ich fange mal von hinten an zu blättern. Ich meine nämlich, dass wir da noch... Ach, da habe ich schon was reingesteckt. Okay, wir finden vielleicht noch eine Lücke. Mein Gott, ist das hier in der Küche arschkalt. Ja, da haben wir natürlich die Möglichkeit und könnten es hier mit einstecken. Ja, das können wir machen. Ich hätte allerdings hier gerne einen größeren, einen längeren Tag drin. Dies können wir uns im Kopf behalten und suchen noch mal eine andere Möglichkeit. Ich glaube, da kommt noch was. Da kommt glaube ich noch was. Hier haben wir schon alles. Das ist schon voll, da ist genug. So, wartet mal. Jetzt, das sind jetzt etwas dickere Tags. Ja, das ist jetzt zum Beispiel so ein Briefumschlag. Könnte man auch machen. Wartet mal. Oh, da klebt sie irgendwie fest gerade. Einen Moment. Ha, kann schon mal passieren. Könnte man auch machen, fände ich auch nicht schlecht, wenn wir es vielleicht so machen würden. Ach doch, das muss ja nicht so groß sein. Das reicht doch, oder? Mir reicht es. Sollen wir es so machen? Suchen wir den Umschlag vorne irgendwo. Wo ist der Umschlag? Wenn es nicht zu schwer wäre, das wäre so schnell. Da habe ich nämlich auch nur zwei von. So, dann können da festgeklebt, gleiche Problem. Machen wir das einfach so. Genau. Dann haben wir die noch. Hier haben wir da Kinder. Da haben wir zwei Kinder und zwei Frauen. Die Frauen legen wir schon zur Seite, aber die Kinder können wir noch mit ein. Wir haben doch den... Dann würde ich das Kind hier mit reingeben. Und hier die Blumen einfach nach vorne. So, jetzt suchen wir diesen Doppeldecker hier. Dann käme das Kind, wartet mal, das finde ich sehr schön, so dass wir ganz, ganz verschiedene Stilrichtungen auch haben. Das finde ich schon mal nicht schlecht, was wir jetzt, seht ihr, das Buch wird dicker, das war ja am Anfang, war das ja so, ne? Ja, wir heften jetzt so viel noch ein, ich glaube, da habe ich nur eins von. Das war auch toll, das habe ich vor kurzem erst gemacht, das ist so ein Geheimnisding, vielleicht machen wir noch sowas. Hier, das ist noch sowas hier zum Reinsteckern, das sind noch so Prototypen. Die brauche ich jetzt aber auch nicht, auf keinen Fall. Die lege ich zur Seite. Dann habe ich hier noch einen schönen Umschlag. Die würde ich gerne mit reinlegen. Das mache ich auch. Und zwar, das ist nach einem alten Werbebrief. In einer Zeitung habe ich das gefunden. Das war, glaube ich, von Dunlop oder so. Das war eine Werbung. Und das kann man so falten. So, so. Finde ich absolut genial. Und da habe ich zwei Stück von. Und die stecke ich mit rein. Die lege ich mal hin. Da habe ich nur eins von, das lege ich zur Seite. Das ist nicht genug. Warte mal, was haben wir denn hier noch alles für interessante Sachen? Einen Moment. Ach, das habe ich auch mal gemacht mit Miezi-Katzen. Aus einer Seite mit Hunden und Katzen. Mein Gott, was man alles für ein Zeugs macht, gell? Was habe ich denn hier noch? Jetzt kann ich die aber mal wegräumen. Ich wusste gar nicht, dass das hier alle... Hier auch mit Blumen. Blumen und Fairies und sowas. Oh, wie süß. Guck mal hier mit Fairies. Und hier oben den Text drin. Oh, das ist aber hübsch. Ui, sowas habe ich gemacht. Ui, hier sind zwei drin. Hier sind zwei drin. Wow. Warte. Und eben wieder reingeben. Oh, die habe ich aber hübsch gemacht. Das wusste ich gar nicht. Das bin ich aber gewesen, glaube ich. Oder? Doch, ich glaube schon. Hat mir das einer geschenkt oder habe ich das gemacht? Ah, hier kann man noch aufklappen. Ich erinnere mich da vage dran, dass ich das gemacht haben muss. Das sind nämlich auch meine Papiere. Von Petra handgemacht. 14. Februar 23. Bitte schön, wer es jetzt noch nicht gewusst hat, der weiß es jetzt auch. Seht ihr? Total vergessen. Vor einem Jahr. Und hier habe ich noch so ein tolles Teil gemacht. Das ist auch so alles aus Werbung und so. So mit Vögeln und Natur. Aus Zeitung. Und das ist mit Stoff. Das ist mit Stoff verbunden. Ach, das ist ja aber auch hübsch.
was ich alles gemacht habe schon. Ich schwöre es euch, ich finde Sachen, da denke ich, oi. Das ist der Prototyp, den hebe ich natürlich auf. Ja, hier überlegen wir noch, da haben wir nur einen von dem brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier jetzt? Ah, wisst ihr, was ich hier habe? Da habe ich mal Postkarten selber gemacht mit Marken. Die sind doch, guck mal hier, die sind doch nicht schlecht. Die beiden. Da habe ich hier die Größe, so ein Prototyp. Und hier habe ich noch kleine. Ach, die sind aber süß, oder? Guck doch mal. Das ist doch auch hübsch. Und man kann immer hinten drauf schreiben, ob wir da, wisst ihr was, die stecke ich auch mit rein. Die nehme ich auch mit rein. Ich muss mal eben gucken. Also die Briefumschläge stecke ich jetzt mit rein, definitiv. Da hatte ich doch so ein kleines Bellyband am Anfang irgendwo. Wo ist das hingeraten? Moment, wir werden es hoffentlich wiederfinden. Da stecken wir es mit rein. Wir machen Kontrast, sieht besser aus. Ich glaube ja. Vorne, mal gucken, ob es da passt. Sonst müssen wir vielleicht noch notfalls ein neues falten. Würde ich aber nicht so gerne. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal Sachen aufbauen. Ja, das ist nicht so prickelnd, gell? Das ist nicht so prickelnd farbtechnisch. Petra, was hast du da wieder gemacht? Warte mal. Wir versuchen es nur. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Das würde gehen, würde mich jetzt nicht so umbringen, aber das sieht nach nichts aus. Shit auch. Ich habe leider von dem Papier nichts mehr, glaube ich. Okay, wir versuchen was anderes. Wir haben hier zwei wunderbare Karten. Einmal eine mit dem Fahrrad und einmal welche mit Blumen. Die stecken wir schon mal ein. So, die Umschläge leider nicht. Die sind durchgefallen, die passen nicht. Und dann hätte ich noch so eine kleine Maus. Hier, das ist Frühling. Und das ist auch Frühling, würde ich sagen. Oder das ist Frühling. Oder da, ich nehme vielleicht alle vier, ich weiß es nicht. Ich halte es in meiner Hand. Wir haben doch hier noch so kleine... gucken wir mal gerade. Mal gucken, was wir noch so finden. Hier ist eigentlich jetzt für meine Begriffe, hier müssen wir schon aufpassen, hier reißt es ein, weil das sehr, sehr schwer ist. Guck mal hier, passt das vielleicht in die Mitte? Nein. Och Mist, das wäre ja jetzt auch zu schön gewesen, wenn es da mal gepasst hätte. Ich kann mich doch erinnern, dass wir auf irgendein Bellyband... wo ist das denn bloß? Also wir können auf jeden Fall hier eins mit einschieben. So, Ferrätchen ist hier schon mal drin. Dann müssen wir hinten erstmal gucken, wo ist das? Da. Dann tun wir hier die Torte mit drin, dann haben wir da schon mal was weg. So, ich suche aber noch was anderes. Ich habe doch so ein Bellyband gemacht, meine ich. Wo ich noch was draufgeklebt habe. Ich weiß nicht, wo ich habe. Ich weiß nicht, wo ich es hingegeben habe. Ich weiß es wirklich nicht. Bin ich denn... Na gut, ich bin wahrscheinlich jetzt blind. Gut, dann stecken wir hier noch eins ein. Das ist vorne. Das können wir sofort erledigen. Und die kleine Maus, die tun wir auch vorne rein. Das kann ruhig niedlich werden. Seht ihr mal, wie dick das Buch wird, ne? Da brauchen wir uns gar nicht große Gedanken machen. So, das packen wir wieder weg. Das sind Karten, Rohlinge. Das könnten wir auch mal wieder machen. Postkarten, das war keine so schlechte Idee. Alles mal. Ich muss das irgendwann mal ordnen. Aber ich glaube, dabei bei dem Vorsatz, ich muss es ordnen, wird es bleiben. Davon habe ich zwei gemacht, aber die passen farbtechnisch leider nicht. Die tun wir wieder zur Seite. Das überlegen wir uns noch. Die packe ich jetzt endlich mal weg. Die brauche ich hier nicht aufbewahren. Was ich eigentlich heute machen wollte und wo ich ja hoffentlich noch mal zu komme, wofür ich die Blumen gesucht habe... Ich hatte so eine Seife bekommen und die habe ich jetzt gestern angebrochen und dann hatte ich sie schon weggeworfen. Ich denke, ah nein, stopp, nicht wegwerfen, wertvolle Ressourcen, ihr wisst Bescheid, gell? So, wir schneiden das jetzt mal hier ab und hier schneiden wir es auch ab. So, und hier schneiden wir es auch ab. So, dann haben wir, hier ist es leider ein bisschen, aber warte mal, ist nicht gerade. Das müssen wir ein bisschen gerade machen, das sieht nicht so schön aus. Einen Moment. Ha, jetzt.
Und es duftet nach Seife. Uiuiuiui. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt so dran lasse oder ob ich das wegmache. Was ich jetzt allerdings machen müsste, wäre hier mal eine Klebemöglichkeit zu finden. Haben wir irgendwas, womit wir das kleben können? Wartet mal. Ja, wir können es erstmal. Ich wollte es ja wegwerfen, ne? Deswegen habe ich auch nicht so vorsichtig ausgepackt. Das war jetzt dumm von mir. Seht ihr? Bloß nichts wegwerfen. Nur nicht. Ja, weil es so eine schöne Aussparung hat, gell? Ich bin mir noch nicht sicher. Nee. Ich glaube, ich schneide das auch ab. Mal gucken, dass wir es gerade abschneiden. Auch hier oben kann noch ein bisschen mehr weg. Ein kleiner Bilderrahmen. So, das kann ich tatsächlich wegwerfen. Hier, das überlege ich, ob ich das vielleicht ein bisschen flicken kann. Ja, ich versuche es, ne? Ich versuche es. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Dann klappt es halt nicht. So, hier ein bisschen flicken. Ach, ich wollte das wegwerfen. Das duftet nach Vanille und so. Da hatte mir jemand eine Seife geschenkt und ich hatte noch Seife natürlich. Man hat ja lange Seife eigentlich immer. Und jetzt brauchte ich ein neues Stück und dann habe ich das rausgekrabbelt. Und dann hinterher, als es dann weggeworfen wurde, dann habe ich gedacht, nee, halt. Halt, mein Freund. Wer wird denn gleich alles wegwerfen? So geht's doch nicht. Das kann weg. Und dann habe ich gestern eine Bestellung bekommen von Sonnentor. Ihr wisst ja, dass ich diese Kräutertees so sehr gerne mag. Und was ich auch sehr, sehr, ich muss mal eben vorsichtig versuchen, dass ich das mal jetzt nicht kaputt mache, bitteschön. Und was ich sehr gerne mag, das sind diese beste Reste. Kennt ihr das? Ja, die haben gute Ideen, ne? Beste Reste, das sind so Tomaten, Petersilie, Zwiebel, Meersalz, Oregano, Knoblauch, Pfeffer. Und ja, und das ist es. Das sind alles Sachen, die man gerettet hat eigentlich und dann so eine Gewürzmischung daraus gemacht hat. Ich mache die sehr, sehr gerne. Ich versuche das mal abzumachen. Vor allen Dingen mal so auf Tomate drauf, so, ne? Mache ich sehr, sehr gerne. Beste Reste. Ja, die verwenden alles. Sonnentor, also das finde ich gut, ne? Finde ich sehr, sehr gut. Und da ist so eine schöne Aussparung. Jetzt darauf will ich hinaus. Wo geht das auf? Hier. Guck mal. Ist doch hübsch, oder? Schneide ich auch mal aus. Ein schöner kleiner Bilderrahmen. Müssen wir uns was überlegen? Vielleicht bestempeln wir das einfach. Ich weiß noch nicht. Ich schneide es schon mal aus. Ne? Also so. Aus diesen Resten, was ich jetzt wegschwerfe, weil ich habe jetzt einfach keine Lust im Moment, kann man mit diesem Lochrandumrander, Dingsbums, kann man sich diese Lochumrander-Dinger ganz wunderbar ausstanzen. Und die sind dann schön stabil. So. Hier, aber ich werfe das jetzt weg. Das wird mir alles zu viel gerade. Ich mache nur diesen Kleber hier mal eben weg. Ja, das ist halt ein bisschen, die Lieferung dauert nicht übermäßig lange. Ist ja halt, was ist das, Schweiz oder ist das Österreich? Ich kann es euch noch nicht mal sagen, ich weiß es noch nicht mal. Ich bin immer nicht so aufmerksam mit den vielen Sachen. Ja, ist auf jeden Fall nicht aus Deutschland. Ist auf jeden Fall toll, was die haben, gell? Ist auf jeden Fall toll. Kriegen wir es jetzt irgendwo auf? Wo ist denn das? Da. Da ist das geklebt, da wollen wir es gerne aufmachen. Bum, bum, bum. Ja, wir machen da was mit. Ich schneide das jetzt ordentlich, damit ich einmal den Rest wegwerfen kann. Da wollte ich nämlich die getrockneten Blümchen reintun. So, jetzt versteht ihr den Zusammenhang hoffentlich, ne, warum ich die getrockneten Blümchen suchen wollte. Die ich leider nicht gefunden habe bis jetzt. Beim letzten Räumen hatte ich sie in der Hand und habe noch gedacht, ich habe da die getrockneten Blümchen. Die tue ich jetzt da und da hin. Ich habe aber keine Ahnung, wo da und da ist. So, das schmeißen wir jetzt weg. Ich suche aber noch weiter, weil ich bin noch nicht fertig jetzt, weil ich will noch nicht ganz aufgeben. Das habe ich aufgehoben.
Das sind zum Beispiel so Verpackungen, ganz stabil. Man kann auch so dünnere Verpackungen nehmen. Die habe ich jetzt gerade vor kurzem alle weggeworfen, ich weiß es. Weil ich hatte so viel aufgehoben. Und dann kann man da nämlich so schön das hinterkleben. Wisst ihr? Blümchen dahinter, bub, bub, bub. Ja, hier weiß ich nicht, das sieht nicht schön aus. Ach, wisst ihr was, das ist so kaputt, das tue ich weg. Ich habe hier zwei. Da muss ich mal überlegen, was ich habe. Also hier zwei. Da habe ich leider nur einen und dann habe ich noch mal zwei. Muss ich mal schauen. Was ich jetzt brauche, sind diese kleinen getrockneten Blümchen, die ich nicht habe. Ach, ist das alles ein Elend bei mir. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Ich habe schon alles durchgewühlt gerade, ehrlich, ich schwöre es. Ich habe alles durchgewühlt. Ich würde gerne hier zwei solche machen. Ich befürchte nur, dass ich das wieder nicht ordentlich ausgeschnitten kriege. Was ich gerne mal hätte, wäre eine rechteckige Ausstanzung. Oder quadratisch oder rechteckig. Aber rechteckig wäre auch schön. Sowas. Aber ich habe es halt nicht. Und wenn man schneidet, wird es nie schön. Ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall noch mal im Auge behalten. Das habe ich jetzt leider im Moment nicht vorrätig, weil ich nicht weiß, wo diese kleinen Blumen geblieben sind. Verdammt noch mal. Aber ihr könnt euch das vorstellen, ne? Wenn man dann so ein Dings davor und so eine kleine Blüte rein und das sieht doch richtig süß aus dann. Ne? So der Plan. Aber wie gesagt, ich habe es nicht. Was haben wir hier noch? Ach, das sind die Blumen. Was wollte ich denn jetzt hier noch versuchen? Ich hatte doch noch was anderes. Könnt ihr mir das sagen? Ja, sonst mache ich für heute Schluss, weil ihr seht, ich suche wirklich verzweifelt hier durch den ganzen Scheißhaufen hier durch. Es wird immer mehr, alles, was hier liegt. Aber ihr seht, das Buch ist schon gut gefüllt, ne? Steht ganz normal und es hat noch Luft. Ja, weil viele haben gedacht, oh, das ist aber viel Platz. Ist auch viel Platz, aber wir wollen ja auch viel einschieben. Seht ihr, auch breitere Sachen jetzt ruhig mal, ne? So. Ja, und deshalb, ne? Was ich jetzt noch hatte, war diese kleine Zeitung. Da überlege ich noch, ob man sowas mal gebrauchen kann. Das ist auch sehr, diese Herzen mag ich sehr. Diese Herzen sind hübsch, gell? Das ist auch hübsch. Das finde ich hübsch. Kriegen wir da mehrere Herzchen raus? Das finde ich süß mit den Herzen. Das gefällt. Ja, warte mal aus. Ich brauche ja auf jeden Fall jede Menge auch Bilder noch. Und dann schneide ich mir mal gerade die Herzchen aus. Ne? Das mache ich nochmal. Ich weiß gar nicht, welche Zeitung das ist. Ich sage es euch sofort. So. Das mit den Steinen werde ich auch ausschneiden. Das gefällt mir auch gut. Das ist ja, kann man zu jeder Jahreszeit sich anschauen. Steine sind immer gut. Das ist die Gartenidee. Ja, habe ich aber auch nicht selber gekauft, sondern wahrscheinlich aus einem sozialen Kaufhaus mal irgendwann vor längerer Zeit. So, das schneide ich mir jetzt auch noch aus. Kann ich mit Sicherheit noch gebrauchen. Also ich werde eher so eine Art Bilderbuch machen. Bei mir wird es eigentlich weniger ums Journalen gehen. Ich werde in dem Buch selber nicht arbeiten wollen, weil ich habe Tagebücher genug. Und das wird eigentlich eher so eine Art Bilderbuch, wo man ganz, ganz viel hat, was man sich anschauen kann. Muss man sich vorher überlegen. Also, oder Sprüche sammelt oder sowas hier. Ne? Guck mal, das mit den Krokussen wollte ich gerne noch haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Können wir das machen? Ja. Das können wir auch ausschneiden, auf jeden Fall. Und mal schauen, wie weit wir mit dem ganzen Zeug kommen, was wir dann haben. Die Krokusse sind... Bei mir kommen die Krokusse auch hinten im Grundstück. Habe ich schon gesehen. Hier, die Herzen, die können wir auch mit reinnehmen. Die können sich durchs ganze Buch ziehen. Gucken, wie viel wir gleich haben. Wäre schön, wenn wir genug für zwei. Wartet mal, hier ist noch eins gewesen. Das hat mir auch gut gefallen. Das hier mit dem Gehäkelten. Das ist eigentlich auch zeitlos. Es ist schön bunt. Schöne Idee. Und sowas kann man dann auch nehmen.
Ja, jetzt fragte mich vorgestern noch jemand per Mail, nee, ihr müsst die Prompts, das sind Vorschläge, das müsst ihr nicht seitenweise, ihr könnt solche Sachen auch wie jetzt durchs ganze Buch sich ziehen lassen oder so, gell? Ja, das ist jetzt leider kaputt, das tun wir weg. Okay, tun wir es weg. Das war Gartenidee. Da waren noch so schöne Krokusse drin, deswegen wollte ich noch mal kurz gucken. Das finde ich süß. Ich möchte so gern so einen Wohnwagen haben, sagte ich schon mal, ne? Oder so ein Gartenhaus. Aber mein Mann hat es nicht mehr geschafft. Dann habe ich immer gedacht, okay, dann dränge ich ihn nicht, wenn er mal in Rente geht. Dann haben wir viel Zeit und dann macht er mir bestimmt solche schönen Sachen fertig. Ja, das hätte der bestimmt auch getan. Aber die Zeit hat er leider nicht mehr gehabt. Ist im Moment so eine richtig bisschen traurige Stimmung bei mir. Mein Mann ist am 18.02. gestorben und das waren die letzten Tage im Hospiz. Die waren schon sehr, sehr quälend. Die ganze Zeit im Hospiz war keine gute, aber die letzten Tage waren extrem schlimm. Ja. Da hat er noch einiges mitmachen müssen und dann, die waren sehr, wisst ihr, was einem auch so im Nachhinein, das vergisst man alles nicht. Das tut mir heute noch in der Seele weh. Ne? Sie waren übergriffig und sie waren nicht freundlich und das hat mir sehr, sehr für meinen Mann auch leid getan. Ich meine, ich war jetzt nicht die Hauptperson. Natürlich ist es für mich auch schwierig gewesen, so mit dieser Art Leuten umzugehen, die sich so benehmen. Ja, ich sage euch nur ein Beispiel, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle dir was vom Pferd. Ne? Ich komme da rein eines Tages, das war noch nicht zum Ende, das war so mehr zum Anfang hin. Da ist mein Mann glatt rasiert. Dann habe ich geschellt, ich sage, hören Sie mal, wieso haben Sie meinen Mann glatt rasiert? Das wollte der. Ich sage, nein, niemals. Mein Mann hat immer einen Bart gehabt. Sein ganzes Leben lang war mein Mann Bartträger, Vollbartträger. Ja, der Pfleger hat extra seinen Apparat mitgebracht. Ne? Ich sage, bitteschön. Ja, Sie haben ja keinen mitgebracht. Ich sage, wir brauchen auch keinen, weil mein Mann sich noch nie rasiert hat. Der rasiert sich nicht. Der ist Bartträger. Ich sage, wie kommen Sie dazu, dem Mann den Bart abzunehmen? Ja, das sieht doch viel besser aus. Das muss man sich mal vorstellen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das war eine solche Respektlosigkeit, solche Übergriffigkeiten. Und das war am laufenden Meter sowas. Ne? Das war einfach schrecklich. Das war einfach schrecklich. Ich sag's euch, wie es ist. Einfach schrecklich. Nein, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich war so froh. Ich denke, oh Gott, im Hospiz, dann ist er in guten Händen. So meine Hoffnung, so mein Plan. Er ist in guten Händen. Da werden sie alles machen, was für ihn gut ist. Ja, den Zahn könnt ihr euch ziehen lassen. Das könnt ihr vergessen. Das ist nicht der Fall, leider nicht. Ja, ich kann nur das sagen, was ich erlebt habe. Und das sitzt mir heute noch in den Knochen. Das ist mir heute noch nicht vergessen. Sag es, wie es ist. Habe ich zwei kleine? Wartet mal, dann könnten wir das hier ausnutzen. Das passt nicht ganz drauf, aber das könnte man kleiner schneiden. Das wäre nicht schlimm, das können wir kleiner schneiden. Das würde drauf passen, dann hätte man da schön was Buntes. Ja, das machen wir. Seht ihr, so geht es schon wieder los. So haben wir schon wieder eine kleine Ecke mehr fertig, bald. Ja, also mit dem Bart abnehmen, ich war sprachlos. Es war ganz schlimm. Ah, das waren so viele Sachen, glaubt mal. Ich sage das nicht, weil ich irgendwas Schlechtes sagen will. Ich sage das, weil ich es erlebt habe. Das war wirklich scheiße. Naja, für die letzte Zeit war ganz, ganz schlimm, weil er ja auch so elendig war. Und dann konnte er nicht mal sich umdrehen zum Schluss. Ach, es war ganz schrecklich. Man hat immer gehofft, wann wird der arme Mann endlich erlöst. Wann hat er es endlich geschafft? Ne? Wusste, da ist das. Ja, das war wirklich so. Hier muss ich auch ein klein bisschen kleiner schneiden, dann passt es auch gut drauf. So, guck mal, so dekoriere ich jetzt auch einfach so mit Blümchenbildern, die ich finde. Und Landschaften habe ich jetzt selber noch nicht. Ich überlege, ob ich im Bild male in Anführungsstrichen, ne? nicht so hochtrabend, ob ich ein Bild mache und vielleicht, ich habe jetzt noch zwei größere, wo machen wir die drauf? Vielleicht hier so? Vielleicht hier so? Machen wir die hier so drauf.
Ah, vielleicht von hinten. Ist auch egal, wir haben ja noch mehr Sachen. Können wir auch da drauf machen, gell? Können wir auch da drauf. Ja, und das waren so die letzten Tage und ach, das war so furchtbar quälend und er war so furchtbar, furchtbar, furchtbar schwach und elend. Es war ganz schrecklich. Ich muss hinter das lilane, warte mal, hinter das Bubblepapier. Da kann man sich immer orientieren. Hier ist das Bubblepapier und da ist das Rechenpapier. Genau, welcome. Schön das Ding. Schön frühlingshaft. Ja. Na, ich bin da fast ein Vierteljahr jeden Tag hingefahren. Bis auf ein paar wenige Tage. Einmal hatte ich so mit Zahn-OP was zu tun. Und dann hatten wir einmal mit Sturm und dies. Aber ansonsten bin ich jeden Tag da gewesen. Die haben mich nie angesprochen. Die haben mir nie über irgendwas Bescheid gegeben. Ich lief jedes Mal da rein. Und ich erinnere mich noch, wie ich einen zum Schluss kam, die letzten Tage. Und das Bett ist leer, mein Mann ist nicht da. Ja, und ich laufe in das leere Zimmer. Und er ist im Krankenhaus. Da hatten die den ins Krankenhaus bringen lassen, noch um Katheter zu legen. Diese Quälerei ist ihm auch noch, da war der Stunden unterwegs. Der Mann ist blind, absolut hilflos, hat überhaupt keine Orientierung. Corona war, sie hätten so nicht mitfahren dürfen. Das muss man sich vorstellen. Und das war so eine Horror. Da hat er sich von dieser Fahrt, hat er sich nicht, gar nicht mehr erholt. Seitdem war es ganz vorbei, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid blind, ihr habt gar keine Orientierung, euer Kopf ist auch nicht mehr wirklich richtig ganz okay. Und ihr werdet einfach gepackt und irgendwo auf den Liege und irgendwo hingekarrt und dann steht ihr da stundenlang in irgendwelchen Gängen rum, in irgendwelchen Zimmern und keiner ist da, der euch was erklärt oder der euch beisteht und überhaupt niemand ist da. Es ist unvorstellbar, es ist unvorstellbar. Als er wiederkam, konnte er vor lauter Elend nicht mal mehr sprechen. Er konnte nicht mal mehr ein Wort sprechen. Er war wirklich. Und dann habe ich gesagt, ich sage, warum? Sie haben mich doch zu informieren, wenn Sie sowas machen. Ja, wir hätten Sie ja mal anrufen können. Ja, ja, das ist wahr. Es kommt alles wieder hoch, wisst ihr, weil das war diese Zeit jetzt, die letzten Tage, wo er das alles erdulden musste. Und ich kann es nicht vergessen. Und ich kann es denen auch nicht verzeihen. Das muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte wirklich gehofft, und war so froh, ich gedacht, okay, im Hospiz, die Leute, die wissen, wie das ist, die werden sich nach bestem Wissen drum kümmern. Ja, das könnte knicken. Das könnte in die Pfeife rauchen. Das ist ein Job wie alle anderen auch. Ja, ich habe es nicht vergessen. 2 Jahre her, ihr seht, es ist frisch wie eh und je. Ja, sorry, wollte ich gar nicht, aber das geht mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf und ich hoffe, dass ich die Blumen wiederfinde, die kleinen getrockneten Blüten. Sonst selber habe ich keine Blüten getrocknet, muss ich sagen. Naja, vielleicht ergibt sich da noch was. Ich suche noch mal weiter. Ich hoffe, wir finden es noch. Ja, ihr seht, ich komme gar nicht mehr hoch. Im Moment habe ich eine ganz schlechte Phase wieder. Mir tun die Muskeln sehr, sehr weh. Im Moment ist es wieder wie so ein Schub. Die Beine, die Hüften, alles tut weh, die Beine vor allen Dingen. Nichtsdestotrotz war ich spazieren. Ich versuche mich immer aufzuraffen und das will mich nicht hängen lassen. So, jetzt haben wir schon ein schönes, dickes Buch. Gefällt mir gut. Ein bisschen Platz hat es noch. Ich möchte nur nicht sowas machen. Ne? So, das finde ich dann doof. Deswegen können wir jetzt gut mit dünnen Zeitungspapieren und so arbeiten. Ne? Vielleicht mache ich doch ein Tagebuch raus. Es ist noch viel drin zum Schreiben. Wir werden es sehen. Ich weiß noch nicht. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ja, tut mir leid, aber es geht mir gerade so durch den Kopf. Kann es halt auch nicht ändern. Auf Wiederschauen. Habt noch viel Spaß beim Basteln. Passt auf euch auf. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiederschauen.